Dann geht's weiter. Dann habe ich mir bestellt Eiscreme. Zum Eiscreme machen. Auch wieder mit Glitzersteinchen. Habe ich auch noch nicht aufgemacht. Auch wieder mit Anleitung. Dann Förmchen. Und zwar sind dabei 2 Becher. Zwei Eisbecher. Und 2 Eiscreme. Sagt man dann noch? Waffeln. Das ist cool. Dann ist dabei so ein Sahne-Set. Schon fertig mit Tülle und allem. Wieder Steinchen, Pinzette, Kleber. Und jede Menge Fimo. Okay. Und als letztes noch, habe hier dieses Stempelset bestellt, wo man Stempel machen kann aus Fimo. Das ist leider schon offen. Ich hoffe, da fehlt nichts. Da ist drinnen die Stempel. Halter quasi, wo man die Stempel dann draufkleben kann. Ganz, ganz viele. Dann ist drinnen, ich nehme mal an, das ist ein Prittstift, also ein Klebestift zum Draufkleben. Ein Stempelkissen in ganz, ganz vielen Farben. Dann der Fimo für die Stempel selber. Und die Formen, die sind total toll. Zum Beispiel ein kleiner Lollipop, hier ist ein Donut, ein Keks, Erdbeeren. Die sind echt richtig cool. Ein Macaron. Eigentlich, ich dachte mir gestern, komisch, das habe ich mir doch gar nicht bestellt. Das wollte ich auch gar nicht haben. Aber jetzt, wo ich das sehe, ist das fast das Coolste. Obwohl es eigentlich ein Versehen war. Ich habe mich nämlich gar nicht genau hingeguckt. Ja, das war's. Mein Shop-Fazit ist, alles zu liefern hat ungefähr 2 Wochen gedauert. Der Nachteil war, dass ich extra eben zum Zoll fahren musste, um das abzuholen. Und dann noch 20 Euro zahlen. Vielleicht könnt ihr denen sagen, dass sie irgendwie eine Rechnung außen hinkleben sollen, damit es euch nicht auch passiert. Das war nicht bei mir das Problem. Und ansonsten bin ich eigentlich von den Sachen selber total begeistert. Ja, das war's von mir. Ich weiß, dass noch mehr Leute was bei denen bestellt haben. Ich bin auf deren Video schon gespannt. Und bis bald!